Hallo, ich bin's Lara. Willkommen im Basic Video 1 zum Thema Vielecke. In diesem Video wirst du einiges über regelmäßige Vielecke erfahren. Los geht's! Auch in diesem Video gilt wieder, dass du immer kurz stoppst, sobald du das blaue Pausenzeichen siehst. Heute brauchst du nur ein Blatt Papier und einen Stift. Bereite das am besten gleich vor. Da wir uns in diesem Video mit regelmäßigen Vielecken beschäftigen werden, gibt es noch eine kurze Auffrischung zu den Inhalten aus dem Intro-Video. Du siehst nun sechs Aussagen. Lies sie dir genau durch und überlege, welche Aussagen wahr und welche falsch sind. Notiere dir die Buchstaben der wahren Aussagen auf deinem Zettel. Es waren nur zwei Aussagen wahr, nämlich B und D. Wie du dich hoffentlich noch erinnerst, sind Vielecke Figuren mit mindestens drei Ecken, die durch gerade Strecken verbunden sind. Regelmäßige Vielecke haben die Eigenschaft, gleich lange Seiten und gleich große Innenwinkel zu haben. Bei den Figuren in E und F handelt es sich um unregelmäßige Vielecke. Wie du sicherlich bereits weißt, kann man zu jedem beliebigen Dreieck einen Umkreis und einen Innenkreis konstruieren. Ich verrate dir jetzt etwas, was du wahrscheinlich noch nicht weißt, nämlich dass auch jedes regelmäßige Vieleck einen Um- und einen Innenkreis besitzt. Jetzt kennst du bereits zwei wichtige Eigenschaften regelmäßiger Vielecke. Wir konzentrieren uns nun auf die Berechnung des Flächeninhaltes. Da gibt es nämlich eine spannende Sache zu entdecken. Dazu nehmen wir vorerst das regelmäßige Fünfeck genauer unter die Lupe. Es wird Pentagon genannt und hat einige besondere Eigenschaften. Skizziere dir dieses Vieleck auf deinem Zettel und überlege, wie du seinen Flächeninhalt berechnen könntest. Ich habe einen Tipp für dich. Du kannst es in dir bekannte Figuren unterteilen. Versuch das doch gleich. Und, hast du eine Möglichkeit gefunden? Schau mal, wenn du beim regelmäßigen Fünfeck den Mittelpunkt mit den Eckpunkten verbindest, erhältst du fünf gleich große, gleichschenkelige Dreiecke. Dieser Trick funktioniert bei allen regelmäßigen Vielecken. Merke dir, dass jedem regelmäßigen Vieleck so viele gleich große, gleichschenkelige Dreiecke eingeschrieben werden können, wie das Vieleck Ecken hat. Beim Fünfeck sind es fünf, beim Achteck acht und so weiter. Kannst du dir schon denken, was das mit der Berechnung des Flächeninhalts zu tun hat? Sehen wir es uns gemeinsam an. Für diesen Teil solltest du wissen, wie man den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnet. Du kennst die Formel? Super, dann schreib sie gleich auf. Du kannst dich nicht mehr erinnern? Dann schau in diesem Video nach und komm wieder hierher zurück. Na, dann können wir jetzt weitermachen. Den Flächeninhalt eines gleichschenkeligen Dreiecks berechnest du mit Hilfe der Formel a ist gleich die Basis mal der Höhe dividiert durch 2. Hast du eine Idee, wie sich nun der Flächeninhalt des Pentagons ergibt? Genau, du multiplizierst den Flächeninhalt eines Dreiecks mit 5 und erhältst dann die hellgrün eingefärbte Formel. Übe das gleich an einem konkreten Beispiel. Kommst du auch auf die Lösung im Kästchen rechts unten? Super! Dann bist du bereit für das Basic 2. Klicke auf das nächste Video, um herauszufinden, wie die Fläche eines regelmäßigen Sechsecks berechnet wird. Bis gleich!